Du bekommst von mir keinen Recall mit diesem Kleid. Abgelehnt. 1500 Euro für einmal ausleihen, Junge. Ja. Boah, das ist schon ein echter Brecher, dieses Kleid, muss ich sagen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu diesem besonderen, also für mich besonderen Video. Ich habe meinen Schatzi hier, meinen noch verlobten Julian. Wir werden ja, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, nächsten Monat standesamtlich heiraten. Und so wie es aussieht, haben wir mittlerweile auch die Location gefunden für die richtige Hochzeitsfeier. Aber dazu werdet ihr in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr erfahren. Heute darf Julian entscheiden, welches Brautkleid ich am Standesamt tragen werde. Boah. Und diese große Bürde musst du jetzt tragen. Ich weiß jetzt schon, manche werden garantiert schreiben, ey, das darf man gar nicht sehen vor der Hochzeit. Ja. Was sagst du dazu? Also ich sag auch, dass man das vor der Hochzeit nicht sehen darf. Und bei der richtigen Hochzeitsfeier, also wo wir auch mit ganz vielen Gästen und wo ich ein richtiges Hochzeitskleid tragen werde, was halt so wawawum, wawabang, ihr wisst, ein richtig krasses, so pompöses Hochzeitskleid tragen werde, da darfst du das Kleid natürlich nicht vorher sehen. Okay. Und da darfst du mich auch eine Nacht vorher nicht sehen. Das ist ja auch die Tradition, dass der Braut... Echt? Ja, das ist auch die Tradition, dass die Braut den Bräutigam bzw. der Bräutigam die Braut eine Nacht vor der Hochzeit nicht sieht. Man schläft quasi in getrennten Häusern, Wohnungen. Ich habe es mir so überlegt, ich habe jetzt 6 verschiedene Kleider online bestellt. Ich werde die euch auch alle unten verlinken für die von euch, die gerne nachshoppen möchten. Und dieses Kleid werde ich dann auch an der eigentlichen Hochzeitsfeier an der Party tragen. Also quasi, wenn dann so der DJ kommt und wenn dann alle schon gut einen Intus haben und man auch nicht dieses mega lange, schwere Kleid tragen möchte, mehr oder kann, dann zieht man halt einfach was ein bisschen Luftigeres an, womit man auch sich gut bewegen kann. Und dafür habe ich mir gedacht, kann ich dieses Kleid dann an 2 Anlässen tragen. Einmal am Standesamt und einmal bei der Party von der eigentlichen Hochzeit. Genau. Okay. Und ich wollte irgendwie, dass Julian sich das aussucht. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie schön, dass Julian auch mal was entscheiden darf. Dann würde ich sagen, in 4, 3, 2, 1, geht's los. Kleid numero uno. Wow. Wir haben hier quasi so einen Seidenstoff, sehe ich schon so ein bisschen. Ja, so ein Satinstoff. Leicht glänzend. Ein sehr langes Kleid. Ja, also es ist wirklich super lang. Man muss echt aufpassen, wo man hingeht. Also ich finde den Schnitt richtig, richtig schön. Der Stoff ist super schön. Man muss natürlich noch bügeln oder steamen. Es ist auch sehr bequem. Es engt jetzt nicht ein. Es macht jetzt hier nicht so super Shape. Hier hinten hat man noch so ein Schlitz. Ja, so sieht das Ganze aus. Das kostet 518 Euro und ist das teuerste Kleid von den ganzen Kleidern, was ich bestellt habe. Und jetzt deine Meinung. Du kannst ja mal bewerten von Schulnote 1 sehr gut bis Schulnote 6. Was heißt 6 eigentlich? Unbefriedigend, ungenügend? Mangelhaft, glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Schlecht einfach, durchgeflogen. Ich finde, das Kleid könnte ein bisschen enger sitzen, ehrlich gesagt. Hier obenrum wirkt es irgendwie nicht ganz so wirklich perfekt passend, finde ich. Ich finde es ein bisschen zu locker und den Schnitt nicht perfekt. Also es ist ein schönes Kleid, aber es wird von mir eine 3 bekommen. Also befriedigend. Ja. Also ich glaube, ich würde dem eher eine 2 minus geben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, auf zum nächsten Kleid. Man dreht da rein. Ich bin gespannt. Ui. Ja, das finde ich schon ehrlich gesagt besser, das Kleid. Das hat eigentlich genau das, was ich gerade kritisiert habe, hat das eigentlich schon mal nicht. Also es sitzt so richtig perfekt, es sitzt richtig schön eng. Du hast ja auch eine sportliche Figur, du kannst das ja auch easy tragen. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist sehr figurbetont. Hier oben hat es so kleine Ärmelchen. Hier in der Seite ist es so gerafft, wie ihr sehen könnt. Und es ist nicht ganz bodenlang, aber finde ich, hat eine gute Länge. Das Kleid kostet 399 Euro, ist noch eins der etwas teureren Kleider. Und das, finde ich, könnte man halt auch theoretisch dann noch wann anders anziehen. Also wenn man mal essen geht oder im Urlaub. Der Stoff ist jetzt nicht so wirklich festlich, aber es ist halt sehr elastisch. Ich stelle mir vor, es ist sehr bequem. Aber es hat wirklich eine richtig, richtig gute Passform. Ja. Also man merkt wirklich auch, dass das seinen Preis wert ist und es jetzt kein 50-Euro-Zara-Kleid ist. Für die standesamtliche Hochzeit brauchst du aber auf jeden Fall noch schönen Schmuck dazu, damit das quasi so einen festlichen Charakter bekommt, weil sonst ist es halt einfach ein Partykleid. Ich kann mal kurz meine Haare hochmachen, dann kann man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, weil ich werde auf jeden Fall eine Hochsteckfrisur haben. So, ich habe mir jetzt mal kurz eine Hochsteckfrisur gemacht, dann sieht das Ganze auch ein bisschen festlicher aus. Also, welche Schulnote würdest du dem Kleid geben? Also das Kleid bekommt von mir eine 2 plus. 2 plus? Mhm. Okay, weiter geht's. So, wir haben hier einmal Kleid Nummer 3. Krass. Es ist ein bisschen kurz hier unten, aber ansonsten gefällt mir das richtig schön. Also der Stoff ist super schön, die Details sind super schön. Hier oben gefällt mir das Ganze richtig, richtig gut und auch die Farbe. Das ist nämlich eher so ein Ivory Off-White und nicht so ein super strahlendes Weiß. Und das finde ich irgendwie nochmal ein bisschen festlicher, wie wenn das komplett strahlend weiß ist, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Boah, schaut auch gut. Das ist doch krass, was so eine Frisur ausmacht, ehrlich gesagt. Also nur schon eine andere Frisur lässt das ganze Kleid schon ganz anders wirken. Ja. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, du hast noch Schmuck an, dann
wirkt es halt nochmal ganz anders und mit anderen Schuhen und nicht barfuß auch nochmal ganz anders. Ja, aber ich sag dir eins, meine Mutter wird mich umbringen, weil Warum? Die sagt, sowas ist kein Hochzeitskleid, weil das ist hier es so auch nicht. Zu Dingen, aber ich sag euch, auf der Seite, da gab es auch Sachen so mit Fischnetz und so transparent und also das war echt eher so Festivalkleider und die haben die als Kleider gekauft. Ich weiß nicht, auf welche Seite du da geguckt hast, okay. Was ist die Meinung? Also ich muss sagen, ich finde den Stoff, finde ich schön, vor allen Dingen für eine Hochzeit, dass der so glänzend ist und so. Es passt besser als das erste Kleid, es ist schöner, figurbetonter ein bisschen und sowas. Ja. Für eine Hochzeit finde ich es ein bisschen zu freizügig. Unfestlich, zu freizügig, vor allen Dingen, wenn du die Braut bist oder so. Wenn man jetzt irgendwo anders eingeladen wäre, könnte man es anziehen oder auch mal so für einen schönen Sommerabend. Aber das Kleid an sich, richtig schön, kriegt von mir, würde ich sagen, eine 2, aber für die Hochzeit nicht geeignet. Also ich finde, es macht halt einfach eine richtig gute Figur, weil hier so eine Corsage hier oben drin ist und das shaped richtig gut. Also es macht echt eine schöne Figur, passt auch richtig gut, die Farbe ist schön, der Stoff ist schön. Es ist eigentlich mein Traumkleid, abgesehen einfach davon, dass es hier so freizügig ist. Also schwierig. So, und der Preis für dieses Kleid sind 367 Euro, also auch im oberen Preisbereich jetzt von den Kleidern, die noch kommen werden. Aber mal an der Stelle eingeschoben, also ich finde, ehrlich gesagt, dass 367 Euro für so ein Kleid, für so einen Anlass absolut okay ist. Eine Freundin von mir hat sich ein Brautkleid ausgeliehen letztes Jahr und sie hat 1500 Euro gezahlt für einen Tag Ausleihen. Das ist krank. Also, 1500 Euro für einmal Ausleihen, Junge. Ja. Muss jetzt auch nicht sein. Ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Kleid. Und hier haben wir jetzt Kleid Nummer 4. Dieses Kleid kostet 219 Euro, ist also in der etwas günstigeren Preiskategorie. Und ich muss sagen, mich erinnert das so ein bisschen an so eine griechische Göttin oder einfach so eine griechische Frau in so einem griechischen Film. Ihr wisst, was ich meine. Da tragen die doch auch immer sowas, wo das so seitlich ist. Und ich finde es eigentlich schön. Es hat auch wieder so einen Satinstoff. Aber jetzt die wichtige Frage. Was findest du? Es geht ja gar nicht darum, ob es dir gefällt. Ich bin der Mann und ich entscheide ja alles hier in dem Haus. Wie so ein alter Tyrann, das passt ja perfekt dann zu Griechenland und zu Julius Caesar und Co. Und ich sag auf jeden Fall, du bekommst von mir keinen Recall mit diesem Kleid. Abgelehnt. Ich finde, ehrlich gesagt, das Kleid passt nicht perfekt. Ich finde, oben das mit der einen Seite auf der Schulter auch nicht so nice und ich finde den Schnitt von dem Kleid nicht super. Es schaut nicht ganz passend irgendwie aus. Es schaut so ein bisschen aus, so. Es schaut wie von einer Stange bestellt aus irgendwie. Okay. Und ich finde es nicht gut. Es schaut zerknittert aus und alles. Es schaut nicht so hochwertig aus. Nee, das kriegt von mir ehrlich gesagt eine 4. Was? Eine 4? Na gut, dann würde ich sagen, es geht weiter zu Kleid Nummer 5. Und hier haben wir jetzt auch schon Kleid Nummer 5 und ich muss sagen, mich erinnert dieses Kleid ein bisschen an Gossip Girl, an Blair Waldorf, an diesen Old Money Style. Super schlicht, wirklich total klassisch. Also der Stoff ist auch ziemlich dick, muss ich sagen. Es ist auch wieder so ein Ivory-Ton. Es ist auch wieder so ein Satin-Stoff. Wenn man jetzt hier so einen fetten Choker oder so ein fettes Collier hätte. Fetten Choker? Ah, wo kommt der her? Der kann auch Modeschmuck sein. Ah, okay, verstehe. Gut, dass wir uns da einig sind. Ihr habt es gehört, er kann auch Modeschmuck sein. Ja, so sieht das ganze Kleid aus. Ich muss sagen, mir gefällt es am wenigsten, glaube ich, von allen Kleidern, weil das einfach nicht so ich bin. Ich bin jetzt nicht so die super sophisticated person, eher so der sportliche, legere Typ. Halten wir es kurz. Das Kleid bekommt von mir eine 3. Ich finde es besser als das Kleid gerade eben, weil ich finde, es passt besser. Ja. Und auch der Stoff schaut schön aus. Ist ein schönes edles Kleid, aber das sieht für mich irgendwie fast mehr nach einem Abiballkleid aus oder sowas, als irgendwie nach so einem Hochzeitskleid. Aber also weißt du, was ich da irgendwie sehe? Was für eine Frau? Ich sehe da so eine Frau mit so dunkelbraunen Haaren und so roten Lippenstift, so Monica Bellucci. So in diesem Style. Ich glaube, die würde das richtig rocken, aber bei mir, keine Ahnung. Es lässt mich irgendwie nicht schöner wirken und das möchte man ja. Man möchte ja schöner aussehen und das ist irgendwie, fühle ich mich jetzt nicht so gut. Okay, bist du bereit für das allerletzte Kleid? Ich bin gespannt. Also bis jetzt haben wir ja einen klaren Favoriten. Ja. Mal schauen, ob das letzte Kleid das jetzt noch umreißt oder nicht. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass das schon ziemlich gut ist, das letzte Kleid. Oh, dann wird es jetzt immer spannend. Okay. Das wird spannend. So, und hier haben wir jetzt das allerletzte Kleid. Kleid Nummer 6. So sieht das Ganze aus. Es ist auch bodenlang, hat hinten wieder einen kleinen Schlitz. Uiuiui. Und hier oben auch so ein kleines Korsett. Der Stoff ist eher so ein stretchiger Stoff. Ui. Also da kommt auf jeden Fall ein dickes Ui-Memo raus. Das hat nicht so einen glänzenden Stoff, sondern eher so einen normalen Stoff. Das ist so ein stretchiger Baumwoll-Jersey-Stoff oder so. Die sitzen halt nochmal ein bisschen besser irgendwie. Ne? Schaut zwar nicht ganz so festlich aus, aber du bist ja eher so der sportliche Typ. Ich sitze auch nicht gerade so wie der eleganteste Herr da und bin auch nicht der eleganteste. Deswegen würde das auf jeden Fall zu uns Schmuddelmenschen passen. Das ist schon ein echter Brecher, dieses Kleid, muss ich sagen. Ja? Ja, das schaut Findest schon gut aus. Findest du es am besten von allen bis jetzt? Ich glaube schon, ja. Ja? Ich glaube schon. Ich habe jetzt in meinem Kopf, habe ich dieses Kleid versus das andere Kleid, was eine 1- bekommen hat. Ja. Aber das andere Kleid, muss ich sagen, ist ein kleines bisschen zu sehr
partymäßig zu sehr irgendwie so. Mag es auch ehrlich gesagt nicht, dass man deine Tattoos da unten an den Füßen so sieht. Was? Weil ich finde, das ist so rockermäßig und ich finde, das passt nicht wirklich zur Hochzeit. Und das hier, das bedeckt es halt. Das ist so ein bisschen länger und das Kleid ist für mich am besten. Echt? Das letzte Kleid findest du am besten? Tatsächlich, das ist, finde ich, echt am besten. Okay. Quanta Costa. 334 Euro. Warte mal, kurz gucken, ob wir noch so viel Geld auf dem Konto haben. Also wenn die Hunde nächsten Monat nicht zu essen bekommen, dann können wir das machen. Aber dann würde ich sagen, ist dieses Kleid somit abgehakt. Echt jetzt? Jawohl, das ist abgehakt. Das gefällt dir am besten? Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen Sie in den Recall und zur Hochzeit, würde ich sagen. Okay. Nee, es ist echt schönes Kleid. Wirklich schön. Okay. Ich muss sagen, es ist auch eins meiner Favoriten gewesen. Also dieses andere, was du gesagt hast mit 1- ist mein Favorit und das hier. Ja. Das perfekte Kleid ist leider für mich noch nicht vom Baum gefallen. Das werde ich dann bei der Hochzeit finden. Da werde ich auch ein richtig krasses Kleid dann mir holen auf jeden Fall. Leute, da könnt ihr gespannt drauf sein. Aber darin sehe ich dich ehrlich gesagt auch. Ich finde, das ist eine super Mischung aus Komfort. Es soll ja auch für eine Party, du musst dich dann auch bewegen können. Das stimmt, man kann sich richtig gut bewegen, weil das halt stretchig ist. Also da kann man hüpfen, da kann man tanzen. Das ist wichtig. Und es ist aber gleichzeitig, schaut es aber auch festlich genug aus für die standesamtliche Hochzeit, finde ich, und für den ganzen Anlass. Also ich finde es super, es gehört auf jeden Fall ein 1. Okay, gut. Dann haben wir jetzt offiziell ein Hochzeitskleid fürs Standesamt gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Darin wirst du geheiratet. Du wirst auch geheiratet. Mein Anzug, da sind wir einmal nicht geschockt. Den brauchen wir noch auf jeden Fall. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches der Kleider ihr am schönsten fändet oder welches ihr für eure standesamtliche Hochzeit ausgesucht hättet. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat und wenn euch das ganze Thema Hochzeit auch interessiert. Ich liebe wirklich alles drumherum zu planen. Schaut da auf jeden Fall auch gerne bei Instagram vorbei. Da werdet ihr nämlich noch mehrere Infos und Content zum Thema Hochzeit finden. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut. Mua. Hab euch lieb. Over and out.